Alle ins Gefangenendorf, alle rein mit euch! Ich will nicht gefangen sein! Oh nein, ich will auch nicht gefangen sein! Lassen Sie uns doch nochmal bitte frei! Nein, hier wird keiner freigelassen, ihr kommt alle ins Gefängnis! Oh nein, Sandy, wir müssen alle ins Gefängnis, warum nur? Oh, juhu, let's go, ich bin ready. Lass mich jetzt sofort rein, ey. Warum freust du dich, dass wir ins Gefängnis müssen? Ey, ist doch geil, ey, kostenloses Essen, was will man mehr? Rein mit euch! Wir wollen doch gar nicht ins Gefängnis, aber wir müssen anscheinend. Oh Gott, wir sind jetzt hier im Gefangenendorf. Oh ja, Sandy, aber erstmal, hey, Freunde. Na, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben. Da würde mich super, super, super freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Wie ihr seht, ist mein bester Freund, der Sandy, und ich hier eingesperrt in einem Dorf, was mit Stacheldraht umzaunt ist. Alter Schwede, wir sind jetzt einfach im Gefängnis. Vitamine, alles deine Schuld. Ich will hier gar nicht sein. Du wolltest den Luftballon klauen. Ja, weil du es mir gesagt hast. Ja, ja, ja. Und wir können uns ja mal ein bisschen umgucken. Das scheint auszusehen wie ein ganz normales Dorf. Außer, dass hier was ist. Ja, ein ganz normales Dorf, ey. Hallo Freunde, seid ihr auch hier, um mit mir zu spielen? Ja, verkloppt dich gleich, Kollege. Ich glaube, Sandy ist wirklich hier, um mit dir zu spielen. Wir können uns mal kurz umgucken. Das hier ist wahrscheinlich die Freizeit-Area. Also hier können wir uns ausruhen. Wow, eine Schaukel und eine Rutsche. Krasse Freizeit, ey. Das ist ein bisschen ihr Gefängnis. Hier gibt es keine Freizeit. Und die Villager haben uns einfach unter Kontrolle, Freunde. Schaut euch das mal an. Die normalen Villager, die können hier draußen ernten und tun, was sie wollen. Und wir müssen dafür arbeiten, dass wir wieder freikommen. Hier ist auch alles bewacht mit Kameras. Ich glaube, so leicht kommen wir hier nicht mehr raus. Oh mein Gott. Moin, moin, hey, lass mich jetzt hier raus, ey, du Idiot, hören Sie mich? Hey, hallo? Halt die Klappe da unten. Oh, da ist wirklich wer drin, ich gehe ja schon, oh Gott. Oh ja, Sandy, die überwachen uns hier. Wir können nicht einfach mit den Kameras quatschen. Ja, ein Versuch war es doch wert, aber ich glaube, wir müssen am besten hier so irgendwie Freunde oder sowas finden, genau, oder? Freunde finden. Wir können auch mal gucken, selbst die Betten, alles ist total ekelhaft. Los, jetzt wird hier was ein bisschen sauber gemacht. Ey, hebt mal das ganze Papier auf. Okay, Sandy hebt schon das Papier auf. Das ist, Sandy, das ist ein Huhn. Das ist ein Papierstück, ey. Ich bin noch nicht blind, ey. Okay, wir heben das Papier auf. Wo ist nun überall Papier? Oh, hier ist bei mir jetzt noch. Ja, ich habe 4 Stück. So, wie viel hast du schon gefunden? 1. Wow. Freunde, Sandy ist anscheinend richtig gut. Wir machen, hier ist noch ein Stück Papier. Ich habe 6 Papier und du hast immer nur 1. Ich habe jetzt 2 Stück, ey. Mein Gott, aber die lassen uns hier nur schuften, ey. Ja, die lassen uns Vitamine nur essen, kostenloses Essen. Nein, mehr Hühnchen. Okay, ich glaube, Essen haben wir auch noch so hier. Guck mal, wir können uns die ganzen Kartoffeln hier schmecken lassen. Aber das sind rohe Kartoffeln. Die können wir. Warte mal, ich habe da Ofen gesehen. Könnten wir theoretisch uns auch braten? Hier so. Oh, ja, wir müssen aufpassen. Dürfen wir das? Ja, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Aber Sandy, viel wichtiger ist es, dass wir hier rauskommen. Ich habe keine Lust, hier drinnen zu bleiben. Ja, wir müssen. Alle, guck mal, der versucht auszubrechen, der Typ da. Warte mal. Ja. Wenn du raus willst, kriegst du eine Kugel am Kopf. Okay, ich glaube, wir sollten das nicht probieren, Sandy. Wie sollen wir denn hier rauskommen? Alles wird überwacht, Vitamine. Ja. Achso, und wenn ihr noch dabei seid, bringt euch das Müllton raus. Ach, Mann, die lassen uns nur schuften. Meine Güte, ich glaube, es sagt, ey, du Kollege, jetzt haut sie Leine. Was machst du hier? Ich weiß nicht, was Sandy macht, Freunde. Ich tue gerade die ganzen Mülltonnen einsammeln. So. Ja, ich auch. Ja. Okay, hier, bitteschön, zack, alles kommt raus. Und hier euer blödes Papier. Ja, super, habt ihr das? Ihr seid ja richtige Profis. Ach, na gut. Freunde, Sandy, wir müssen uns irgendwie einen Plan machen, wie wir hier rauskommen. Ja, wir müssen mal hier die Leute fragen. Das kann doch nicht sein. Seit wann leben die hier mit dem Gefängnis? Ich weiß es auch nicht. So, meine beiden neuen Gefangenen. Aber jetzt geht's in die Mine für euch. Oh nein. Noch mehr Arbeit. Na super. Wann kriegen wir denn endlich Essen? Ihr könnt gerne verhungern. Warum solltet ihr Essen bekommen? Oh Mann, na toll. Wir müssen jetzt noch arbeiten gehen. Wir bleiben aber schön nah bei euch. Wie ihr wollt abhauen. Sandy, wollen wir wegrennen? Ich würde sagen, bleibt stehen, wir sind eh schneller als ihr. Ah, ich habe mein Bein gebrochen. Oh, Sandy. Oh. Ich habe es dir doch gesagt, du Quasselbirne. Oh, tut mir leid. Ja. Jetzt könnt ihr die ganze Zeit Eisen farmen. Viel Spaß, ihr zwei Buben. Sehen wir etwa aus wie eure Diener? Ja, anscheinend sehen wir so aus. Sandy, wir haben keine Chance. Die haben eine Waffe.
Ja, ich habe noch eine Feder. Vielleicht können wir diese auskitzeln damit. Eine Feder? Du bist so ein Witzbold. Das Einzige, was wir hier machen können, ist die ganze Zeit hier Eisen farmen, in der Hoffnung, dass wir dann irgendwie mit jemandem was tauschen können oder so. Aber ich glaube, wer will heutzutage Eisen? Weiß auch nicht. Guck mal, die kommen sogar nach oben mit uns. Ey, die hängen uns am Arsch. Ganz genau, wir bleiben einen Meter von euch entfernt, dass ihr euch abhauen wollt. Oh Mann, ey, wir werden konstant beobachtet. Ja, die lassen uns wirklich keine Luft zum Atmen, Freunde. Die sind die ganze Zeit hinter uns und haben auch natürlich eine Waffe. Also mit denen ist wirklich nicht zu scherzen. Oh ja, aber Vitamin, guck mal, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, wie wir ausbrechen können. Ja, wie denn? Na, ich habe mir Gedanken gemacht und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Oh, Santi, wir brauchen wirklich ernsthafte Gedanken. Die beiden hier nerven mich sowas von. Die lassen uns wirklich keinen Platz hier. Wir müssen die ganze Zeit farmen, schuften, Freunde. Wir durften nicht mal Pause machen. Es wäre ja auch schön, wenn wir mal auf den Spielplatz durften oder so. Ist so, da wann gibt's hier mal Mittagspause? Genau. Mittagspause gibt's für euch beiden nicht mehr. Weiterarbeiten! Ach, Mann, arbeiten Sandy. Doch schon. Ja, wir arbeiten so hart. Sandy, wie viel Eisen hast du? Ich habe 26. Ich glaube, wir sind fast... Ah, hier links ist noch ein bisschen was. Okay, ich glaube, wir haben es durch. Ja, genau, ihr habt genug gearbeitet. Los, jetzt könnt ihr wieder reingehen. Oh, ich habe 40 Eisen, Alter. Ich habe übel krass gearbeitet. Hier ist eine Kuh auf dem Dach. Du, Sandy, ich glaube, wir müssen hier gar nichts mehr hinterfragen. Hier ist alles komisch. Ja, du hast ja auch recht. Komm, wir werden wieder eingesperrt. Meine Freundin hat mich verlassen und deswegen habe ich die Tankstelle überfallen. Oh. Das ist, tut mir leid, dass dich deine Freundin verlassen hat, aber deswegen muss man doch keine... Ja. Oh, Santi! Mann, was ein Loser, ey. Hast du nicht was vergessen? Zurückkommen! Ey, was? Oh, die Spitz... Oh, ja, Spitzhacke. Und das Eisen noch, mein Freundchen. Okay, das Eisen noch, so, ja, die Steine, hier, bitteschön. Die Kohle. Bitteschön, wir haben... Wollt ihr noch mein Leben haben? Wollt ihr noch mein Herz haben, oder was? Wollt ihr meine Organe noch alle... zurück! Okay. Sandy, komm, wir machen zu die Schrank hier. Okay, weißt du aber, was ich gemacht habe, Sandy? Guck mal, ich habe kein nicht alles abgegeben, ich habe nur die Hälfte abgegeben. Alter, wie schlau, Vitamine. Ja. Und komm mal mit, wir haben ja hier selber Öfen. Die sind eigentlich hier, zack, du hast nicht ernsthaft das Hühnchen gebraten. Doch. Oh nein. Okay, wir haben hier Ofenkartoffeln. Dafür war das eigentlich so. Und wir schmelzen uns jetzt ganz, ganz schnell Waffen, Freunde. Und werden dann mit diesen Waffen versuchen auszubrechen. Aber Freunde, wenn du möchtest, dass Sandy und ich ausbrechen, dann schreib jetzt mal eine 1 in die Kommentare. Und wenn du möchtest, dass wir hier gefangen bleiben, also wenn du uns absolut gar nicht magst, dann schreib eine 2 in die Kommentare. Also alle einen kräftigen Daumen noch nach oben da lassen, wenn du möchtest, dass Sandy und ich ausbrechen, oder Sandy? Oh yo, let's go. Und wieder, okay. Ich habe die Idee des Tages, ey. Schau dir das mal an. Ich hole jetzt ein Eisen raus und ich zeige das jetzt der Kamera. Guckt euch das an. Sandy, schnell rein. Das kannst du doch nicht zeigen. Wieso denn? Was willst du denn mit dem zeigen? Komm. Also so, bisschen angeben, weißt du? Ja, angeben. Wow, angeben, dass wir noch viele, mehrere Jahre hier drin sind? Ja. Ach, so, Sandy, pass auf. Hier, 11 Eisenbarren. Du bist doch so ein Künstler. Du kannst doch richtig gut arbeiten. Ich bring dir jetzt mal noch eine Werkbank, weil ich habe gehört, Sandy, dass du der Bastler Nummer 1 bist. Und vielleicht kannst du aus den Eisen ja irgendwas bauen. Oh ja, ich gebe mein Bestes. Ich weiß, was zu tun ist. Hier, Vitamin, bitte schön. Du musst Rückendeckung halten. Das kann uns aber erwischt, weißt du? Hier, Eisen. So, du hast. Okay. Ich gebe dir. Ich guck von dem Turm aus, ob uns irgendein Polizist hier bewacht oder vielleicht reinkommt. Aber es sieht gut aus, Freunde. Keiner möchte uns bewachen, das ist gut. Und Sandy, hast du was gebaut? Oh ja, Vitamine hier, bitteschön. Was? Du hast nicht... Du bist wirklich ein Profi. Du hast einfach eine Eisenpistole gebaut, Alter. Ja, natürlich, ey. Und damit müssen wir jetzt alle abknallen. Okay. Wie wär's, wenn wir uns einfach versuchen, jetzt vorne an der Schranke durchzuhuschen und dann einfach... Wir greifen einfach... gleich die Polizisten an und rennen weg gleichzeitig. Was sagst du dazu? Okay. Gute Idee, okay. Weil wir schaffen es uns nicht alleine gegen alle. Let's go, wir versuchen erstmal normal vorbeizugehen. So, danke schön, dass ihr uns rauslässt. Hahaha, wir und euch rauslassen. Sandy, ich würde sagen, 3, 2, 1 und Attacke! Let's go, kommt her! Greift sie an! Oh mein Gott, Red, Alter, schön, das sind zu viele. Renn, einfach weg, die Polizisten angreifen. Renn um dein Leben, Sandy. So. Und ich habe einen. Ich habe auch einen. Okay, super. Warte, ich greife die Wilden an. Die meisten interessieren uns gar nicht für uns. Und wow, der greift mich an da hinten. Der schießt zurück. Ja. Alter, ja, ich habe auch einen erledigt. So, okay. Sandy, einen noch. Und wenn der hier erledigt ist, dann würde ich sagen, rennen wir sofort weg, okay? Ich habe einen Plan B. Wow, lass mich mit rein, Alter. Sandy, tschüss.
Ich komm dich abholen, komm, komm. Okay. Ey, warte mal, du fährst immer die andere Richtung. Alter, ich hab den Führerschein. Egal, Sandy, ich komm einfach hinterher gerannt. Let's go, ich steig ein. Und ab geht die Post, ich sitz hinten. Mr. Kuh überfahren. Wir sind einfach jetzt tatsächlich ausgebrochen. Let's go, endlich, wir haben es wirklich geschafft. Wow, Alter, was... Okay, ich steig immer aus. Mir wird schwindelig, Sandy, ich bin ausgestiegen. Aber, Freunde, wir haben es tatsächlich geschafft und sind ausgebrochen mit meinem besten Freund, den Sandy, der einfach übers Meer fährt. Oh ja, let's go, Vitamin, wir sind die Besten. Oh yeah. Aber, Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat mit mir und meinem besten Gefängnisfreund, den Sandy, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Schau bei meinem besten Freund, den Sandy, noch vorbei. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin, tschüss. Tschüss.